Herzlich willkommen, Leute, zu einem ganz besonderen Video. Ich habe mal richtig was ausgepackt. Ich habe heute im Internet, da habe ich gelesen, nämlich das hier, Anzeigenhauptmeister jetzt Videospielheld. Ja, und wer den Anzeigenhauptmeister nicht kennt, der hat auf jeden Fall was verpasst. Ja, denn gefühlt jeder große YouTuber hat ein Reaction-Video auf einen Report vom Anzeigenhauptmeister gemacht. Ja, ich nun nicht, ich bin ein kleiner Knirps, aber offensichtlich gibt es das als Spiel. Und worum geht's? Es geht um den Kollegen dort, ja, den ich jetzt mal weggeblendet habe. Andere können den gerne zeigen, aber der hat halt, wenn ich das richtig verfolgt habe, hat der sogar Haue gekriegt, ja. So, okay, Wunder. 4000 Knöllchen hat er gemacht, ja. Und dieser Anzeigenmeister hat jetzt ein Spiel. Und dieses Spiel, geht nicht anders, ja. Der Anzeigenhauptmeister-Simulator, ja, wurde aus dem Boden gestampft und genau den wollen wir jetzt spielen. Und selbstverständlich können wir den nicht einfach nur spielen. Ja, wenn man den Anzeigenhauptmeister machen möchte, ja, dann muss man, oh, guck mal, ja, das ist eine scheiß Farbe, habe ich mir ausgesucht. Hätte ich mal Orange genommen, wa? Ist doch eigentlich gelb. Oh, guck mal, das ist nicht gut. Wenn ich mir die anziehe, dann ist das nicht gut. Eigentlich, guck mal, eigentlich soll das gelb sein. Kriegt man das hin, dass der das irgendwie noch hier in gelb macht? Wahrscheinlich liegt das an meinem Blau. Guck mal, soll ich mal meine graue Hose dazu nehmen hier? Warte mal. Nee, immer noch nicht. Ja? Also ist irgendwie scheiße. Irgendwie sollte das gelb sein. Ist aber egal. Ihr seht, ich war vorbereitet. Ja? Von daher, dann wird es halt nur der obligatorische Anzeigenhauptmeister-Helm, ja, den wir jetzt auspacken. Alter, ist das eng. Leckt mich am Arsch. Ist ja kein Wunder, dass der nur Knöllchen gibt hier. So, und von daher würde ich vorschlagen, wir starten rein, der Anzeigenhauptmeister-Simulator. Ich kann jetzt schon nicht mehr, ja, los jetzt. Ah, guck ihn dir an, der Anzeigenhauptmeister-Simulator. Irre, einfach irre. Ich find's so geil. Ja, ich find's so geil. Ich bin vorbereitet. Es gibt sogar Optionen. Okay, krass, Alter. Okay, man könnte sogar einen Ton einstellen. Ja, man könnte einen Ton einstellen. Aber ansonsten einfach geil. Okay. Grafisch brauchen wir nicht drüber reden. Klopper. Komm, wir starten rein. Uiuiui. Okay, so. Hier sind wir am Start. Der Anzeigenhauptmeister. Wir haben 0 Anzeigen. E. Okay. Oh, wir sind ready. So, hier. Da geht es los. Okay, haben wir abgestellt, ganz keck. Ins Auto gestellt, Junge. Ja, also dann steigen wir nochmal auf und fahren mal ein Stück zurück hier, wa? So. So. So, den, aber den geben wir jetzt richtig. Der steht ja falsch. Zack. Läuft. Oh, hier, der nächste Yogi, Junge. Oh, gibt's hier eine Speed? Oh, springen können wir auch, Junge. So eine Speed-Taste. Tatsache, es gibt sogar eine Speed-Taste. So, aber so können wir das auf jeden Fall hier. Ja, aber nicht hier von der Seite, da sehen wir das ja nicht richtig hier. Guck mal, der steht halb auf dem Bordstein. Das ist nicht in Ordnung. Zack. Weiter geht's. Anzeige 2. Kann er rennen? Tatsache, er kann rennen, jo. Ich glaube, er muss doch bald. Oh, oh, oh. Oh, na, sage mal. Alter, der hat mich gehauen. Der war so richtig hart. Okay, also der Rekord liegt bei 2. Ja. So. Jetzt haben wir das Prinzip haben wir verstanden. Alles klar. So. Schnipping. Zack. Weggeflasht. Bums.
Oh, das Auto hier hinten steht jetzt gar nicht mehr da. Okay, müssen wir umdrehen. Okay, los. Hier, jetzt mal ein bisschen Speed hier. Tret mal Richie in die Pedale. Oh, 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 oh. Das sehe ich eindeutig. Oh, oh, oh. Schnell. Bevor er wegfährt. Komm hier. Zack. Bam. Weggeflasht. Oh, oh. Ach, komm schon. Der hat mir den Helm von der Mütze gehauen hier. Ist doch scheiße. Ich dachte, das ist ein Spiel, was ich auch kann. Ja? Nee. So, okay. Wir beginnen also wieder bei dem. Langsam wird's öde. Ja. Ja. Zack. Alles klar. Komm schon. Okay, also er hat offensichtlich nicht wirklich Freunde. Ja. Oh, hier geht einiges ab. Hier geht einiges ab. Zack. Aber jetzt schnell umdrehen. Komm, 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 komm. Schnell umdrehen, bevor wieder einer an hier rankommt hier. Oh, was ist hier los? Der. Ah, die stehen richtig. Das ist okay. Das ist okay. Das können wir so gelten lassen. Ja. Oh, da stehen gleich mehrere. Also er ist doch hier. Das ist doch nicht richtig. Ich renne mal gleich los. Nee, musste ich gar nicht rennen. Was mit ihm hier? Das ist... Was steht der falsch? Ich sehe hier aber keine Schilder. Naja. Ja, schön. Schön erstmal die Umgebung fotografiert. Ja. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Schnell weg. Jetzt aber schnell, Junge. Jetzt aber schnell. Ist er weg? Ja, er keimt da hinten ab. Alles klar. Los. Ich habe ein Stoppschild überfahren. Ist das eigentlich okay oder ist das nicht okay? Oh, hier haben wir noch so einen Flitzer hier. Kann er nicht wahr sein hier. Komm mal her hier. Alter Lump. Zack. Foto. Steht auf dem Gehweg hier. Zack. Oh. Aufsteigen, Keule. Aufsteigen, Keule. Der wird doch jetzt nicht wirklich ein Bus. Der macht jetzt... Okay. Also ein falsch parkender Schulbus, das finde ich ja fast ein bisschen... oh, 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 oh. Auf, los, schnell. Oh, los. Aber jetzt zackig und weg. Oh, Mann, no. Er hat aber seine Keule ausgepackt hier da. Ist er weg? Ja, ist weg. Aber safe, safe. Ey, bescheuertes Spiel, Alter. Zack. Jetzt geht's aber los hier. Ja, stand er vorhin schon da, oder? Das gibt's doch wohl nicht. Was ist denn hier los? Oh, dann mal weiter gucken hier. So, wie ist denn das? Findet man hier nur Falschparkende? Oder auch vielleicht, weiß ich nicht. Drogendealer, So, hallo mein Freund. Das geht aber jetzt nicht. Aufpassen. Man kann immer nur hoffen, dass der Schulbusfahrer nicht so ein Aggressor ist. Alter, grafisch ist das ein Highlight. Guck dir mal an, wie er nicht in die Pedalen tritt, Junge. Oh, da hinten ist was los. Da hat ein Pfeil gesehen, Junge. Da ist was los. Hier, der nimmt doch sage und schreibe, wenn wir aber wieder hier so machen, dass ich abhauen kann gleich hier. Der nimmt doch sage und schreibe 3 Parkplätze ein. Na, das fällt ja aus, ja. Schnell aufs Bicycle. Oh, da vorne. Da vorne. Wieder auf dem Gehweg. Den Bürgersteig laut STVO geblockt. Das fällt aus. Mit so einem heißen Flitzer da. Kannst du vergessen. Ja, glück wohl auch. Kaum fährst du einen dicken Hobel. Kannst du hier machen, was du willst, wa? Kannst du knicken. Okay, aber den LKW hatten wir schon mal. Bin mir sicher, dass sich da wieder hinstellt. Das Auto hatten wir da auch gehabt. Okay, ich bin verwirrt. Also hier kommt auf jeden Fall gleich wieder so ein Fritze wahrscheinlich, der uns aufs Maul hauen will. Sag ich ja. Jetzt aber schnell. Schnell weg. Sonst kriegen wir wieder einer auf die Fresse.
So, den Inn hatten wir ja schon. Ist der noch woanders was? Hier hinten in der Ecke waren wir auch schon, ja? Den Bus hatten wir auch schon. Okay, lass mal woanders hin cruisen hier. Kann man hier irgendwo... Ah, hier, guck mal, hier kann man auch durchfahren. Der Anzeigenhauptmeister kann hier auch durch die Prärie reiten. Oh ja. Oh ja, das hat er gut gemacht, denke ich. Was ist hier hinten los? Im Wald? Vielleicht ist ja was geparkt. Okay. Okay, Downhill, Alter, Downhill. Oh ja. Ja. Also, sportlich ist er ja. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Aber guck dir mal an, wie der hier durch den Wald knattern kann. So. Hallo Sie. Du stehst falsch, Affe. Oh, oh. Jetzt haben wir Stress. Ja, schnell weggefahren, Junge. Das war knapp. So, 4000 Knöllchen hat der Kollege ja im Real Life verteilt. Wir sind weit weg davon. Und ich frage mich, gibt es noch mehr Straßen? Ich erwarte nichts, muss ich gestehen. Aber, ist da eine Tanke was los hier? Oh. Hallo? Hallo? Hier ist doch bestimmt was nicht in Ordnung, oder? Hier war doch der Kühlschrank offen. Hallo? Das ist Umwelt? Also das ist Energieverschwendung? Und damit belastet man die Umwelt. Hier auch, offene Tür. Entschuldigung, ist jemand da? Hallo? Wir gehen halt zu Hause hier. Autos klauen kann man auch nicht. Nee, ist nicht GTA. Nee, ist nicht GTA. Kann man springen? Windspringen? Fahr los, Alter. Bin bereit. Oh ja, mit Fahrrad auf der Hackerklappe. Hackerklappe ist geil. Der Heckklappe. So, gibt es denn hier nur falsch parkende Autos oder gibt es hier auch anderen Stuff, den man machen kann? Komm, gib mal ein bisschen Gas hier, Alter. Bist nur jung, kannst noch reintreten, Keule. Also, so wie das scheint, ist es tatsächlich das gewesen, ja. Man läuft oder fährt durch die Gegend, fotografiert, Protzkarren. Na, nun lauf mal und spring. Zack. Und das war's gewesen. So. Und ich gefühlt, jeder, der das jetzt länger als eine halbe Stunde spielt, hat wahrscheinlich einer am Sender, oder? Was macht der denn aber falsch? Das müssen wir uns mal genauer angucken. Was macht der falsch? So. Er steht nicht auf dem Bordstein. Ist das, weil er hier drauf steht? Auf dem Bumper? Oder wie man das nennt? Steht er zu weit weg vom Rand, aber dann würde er da reinfallen in die Ecke. Was hat der Kollege falsch? Scheißegal. Den kacken wir an. Den kacken wir einfach an. Da kennen wir nichts. Ja, Leute, was soll ich sagen? Also ich würde behaupten, grafisches Highlight, ja. Man kann jetzt hier die nächsten 12 Stunden cruisen. Könnte man. Man kann es aber auch logischerweise sein lassen. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Von daher, Kutte hat nicht geklappt. Greenscreen sagt, ist nicht, ja, ist aber nicht so schlimm. Wir haben Anzeigenhauptmeister Simulator gespielt. Es ist unfassbar. Haut in die Kommentare, wie euch das gefallen hat. Es muss euch massiv getriggert haben. Ich habe selten so einen guten Simulator gesehen, ja. Von daher, Leute, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder irgendwas Verrücktes ausprobieren. Bis dahin, macht's gut. Ciao.